Eines unserer Leitmotive ist mit Herz und Verstand. Ich will tatsächlich einfach ein Stück weit mit meiner Arbeit die Welt ein bisschen besser machen. Die Frage ist, welche gesellschaftliche Vision haben wir? Fragen zu stellen und dann auch ganz genau zuzuhören. Finio braucht es, und ich glaube mehr denn je, weil wir eine starke Zivilgesellschaft brauchen. Wir können Probleme wirklich nur dann bewältigen, wenn wir uns zusammentun. Und das zeichnet Finio aus. Wir arbeiten mit der gemeinnützigen Welt zusammen. Wir arbeiten mit dem öffentlichen Sektor zusammen. Wir arbeiten mit den Unternehmen zusammen. Wo muss man eigentlich drehen, um gemeinsames Wirken zu ermöglichen? Wirkungsorientierung ist für mich wirklich so eine Haltung. Das ist eine Haltung, mit der wir an Sachen rangehen. Wir hören erstmal gut zu. Was ist das Problem? Wo will man hin? Was können wir dazu beitragen? Wie können wir das gemeinsam gestalten? Wir tauschen uns darüber aus, was hat funktioniert, was müsste man anpassen und wie funktioniert eigentlich soziale Arbeit im Alltag. Also, dass wir all diese Impulse geben oder da mitgestalten, dass sich Menschen für eine bessere Welt einsetzen, das ist das Ziel. Und das macht halt auch mehr Spaß, als Menschen zusammenzukommen und zu arbeiten und nicht in Rollen und Funktionen zu denken.